Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei Daniels Tabletop-Welt. Heute mit einem neuen Video von Einheiten unter Lupe. Heute werden wir uns mal die Spezialisten vornehmen des Imperium. Eine Spezialistenbox mit vielen, vielen Neuheiten, wo das jetzt das Listenbuilding, also die, wenn man die Liste zusammenstellt für ein Turnier oder einfach so für zu Hause zum Spielen, jetzt nochmal so ein bisschen Pfiff bekommt. Wir werden euch die Einheiten, oder ich werde euch die Einheiten ein bisschen näher bringen, die Karten und was die Besonderheiten sind. Und am Ende gehe ich dann nochmal auf die Figuren ein. Die habe ich jetzt nur ganz normal zusammengeklebt, also ist noch nichts kondiert, noch gar nichts. Das werde ich jetzt die Tage mal machen, aber ich finde, da ändert sich was bei den Figuren meiner Meinung nach, aber dazu, wie gesagt, ein bisschen später. Wir werden direkt hier oben, wie ihr schon seht, die imperiale Offizierin einmal vorstellen. Das ist ein Commander. Viele haben den Commander schon sich darauf gefreut, dass der Commander kommt mit 50 Punkten, wie ihr da oben seht. Ist natürlich ein sehr günstiger Commander. Finde ich super, den günstigen Commander. Vor allen Dingen als imperialer Spieler spielt man halt viele, viele Fahrzeuge oder halt andere teure Sachen, ja, den AT-ST macht natürlich jetzt Sinn, kann man jetzt wieder spielen, vielleicht auch zwei, ja, weil der Commander halt sehr günstig ist. Ich kann aber auch wieder ganz normal meine, meine Speederbikes spielen, zwei, drei, und dann auch noch ein AT-ST reinmachen, weil halt ich jetzt nicht mehr gucken muss, im Vergleich zu Viers, der auch schon ein bisschen Punkte, der auch günstig war, aber jetzt spare ich halt nochmal wirklich Punkte, die ich dann jetzt für andere Sachen dann nutzen kann. 50 Punkte ist er wert. Wir haben einmal Speer 1, auch ganz normal. Ich kann eine Einheit einen Zielmarker geben, in Reichweite 1. Ich habe Ansporn 1, wo ich dann einfach die Niederhaltmarke entfernen kann, in Reichweite 1 bis 2, also auch gar nicht mal so schlecht. Scharfschütze 1 finde ich auch ganz gut für einen imperialen Offizierin, dass die Scharfschütze 1 hat, wo die ganz normal die Deckung um 1 reduziert. Das passt auch soweit. Wir haben als Aufwertungskarten, seht ihr hier auf der rechten Seite, einmal das Kommando. Also ich kann sie mit einem Kommando machen. Da könnte man zum Beispiel Kommandostärke machen, wo ich dann halt bis Reichweite 4 meine einzelnen Fahrzeuge direkte Befehle geben kann. Kann man, muss man nicht. Ich habe es halt gerne bei Viers zum Beispiel gemacht, war ganz gut. Und ich habe auch nochmal den Ausrüstungsslot. Ja, da habt ihr auch ganz normal eure Karten da. Da will ich auch nicht näher drauf eingehen. Ihr wisst, was man da nehmen kann. Bei der Kartenbox war jetzt, bei der Ausrüstungskarte war jetzt die Aufklärungsbericht drin. Also wo ich ganz normal meine Scout 1 Bewegung machen kann. Also aufstellen, macht dann meine Scout 1 Bewegung und kann halt nach der Ausstellung halt schon mal eine Bewegung, 1 Bewegung machen. Was natürlich gut sein kann, wenn ich irgendwo mich hinter Deckung verstecken will. Finde ich super, zum Beispiel bei den Schneetruppler, diese Scout-Bericht, diesen Aufklärungsbericht. Also kann man da ganz normal machen. Das erstmal zum Text. Jetzt wollen wir mal gucken, was da auf der anderen Seite steht. Ja, wir haben 4 Leben. Ja, ist okay. Für 50 Punkte, kann ich nicht sagen. Ich habe Panikwert von 2. Ist auch ganz okay. Also ich kann einmal mich treffen lassen, ohne dass ich irgendeine Aktion verliere von meinen 2. Aber jetzt kommt man schon mal zu was anderem, wie ihr hier seht. Wir haben einen weißen Verteidigungswürfel. Als imperialer Spieler, weiße Verteidigungswürfel kennen wir normal nur von den Speederbikes. Das ist natürlich schon mal hart. Ja, weißer Verteidigungswürfel. Also ich spiele ja ab und zu mal bei die Rebellen und meistens habe ich mit dem weißen Verteidigungswürfel nur Blanks. Also ich schütze gar nichts. Ja, ich hau mich da immer selber raus, weil ich mit den weißen Würfeln einfach nicht würfeln kann. Ihr habt das bestimmt aus den verschiedenen Battle Reports bei uns gesehen. Absolute Katastrophe. Weiß und ich, das passt nicht. Deswegen war ich immer froh, die roten zu haben als imperialer Spieler. Deswegen spiele ich auch fast nur die imperialen, weil es für mich einfach einfacher ist und ich auch natürlich was treffen kann. Was ich aber wieder cool finde bei der Karte, wir haben einmal Verteidigungsenergie und einmal Angriffsenergie. Bei Angriffsenergie habe ich einen normalen Hit, also keinen kritischen, aber das wäre jetzt auch zu viel verlangt. Normaler Hit und bei Verteidigungsenergie kann ich normal einen Block machen. Ja, finde ich schon gar nicht mal so schlecht als Offizierin. Dafür, dass ich dann den weißen Verteidigungswürfel habe, ist es für mich okay. Wir haben Geschwindigkeit 2, auch ganz normal jetzt, auch nichts Wildes. Und dann bei Nahkampf einen schwarzen Würfel, auch okay. Und dann haben wir den RK3 Blasterpistole der Offizierin, Reichweite 1 bis 2, wo wir dann einen schwarzen und einen weißen Würfel haben.
Ja, ich denke mal, mit der Karte ist mehr so eine Karte, wo ich Punkte halt für mich nochmal für was anderes nutzen kann, für schwerere Einheiten, wenn ich zum Beispiel Schneetruppler reinmache und will den kompletten Trupp machen oder einen DLT-Trupp. Ja, oder wie gesagt, schon am Anfang erwähnt, ich hau zwei Speederbikes rein, den AT-ST noch rein, mache da meine drei Core-Einheiten mit den Schneetrupplern rein, dann halt den Imperialen Offizier und habe einfach noch ein paar Punkte für die Upgrades, die ich dann nutzen kann. Da ist diese Karte schon okay. Also es wird nie so eine Karte sein, wo ich mit voll Attacke machen kann. Das werdet ihr auch gleich bei den Command-Cards sehen, die ich nicht wirklich gut finde. Das ist eine gute Karte dabei, die anderen zwei, so ja. Also ich würde sie jetzt so nicht nutzen. Vielleicht kommt das noch irgendwann, wenn man es jetzt einfach mal so ein bisschen testet mit dem ganzen Listenbau. Muss man einfach mal schauen, was da so ist. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, dann würde ich direkt sagen, gehen wir direkt mal zu den ganzen Kommando-Cards. Wir haben einmal die Einsack-Karte hier, seht ihr die gerade? Die verdeckte Überwachung. Das ist nur fürs Imperium, wo ich mir bis zu zwei zufällige Kommandokarten auf der Hand meines Gegners angucken kann. Ja, also ich finde die jetzt nicht so spannend, ehrlich zu sagen. Ja, ich weiß dann, was der Gegner auf der Hand hat, aber tut mir es trotzdem nicht. Ja, wenn er die spielt zur richtigen Zeit, dann müsste ich halt so eine Hand haben, dass ich irgendwie damit nutzen könnte, dass ich dann irgendwie die Karte meines Gegners, dass er die nicht spielen kann. Das geht aber nicht, das geht ja nur bei Han Solo, dass er die Karte dann halt ausspielen kann. Oder halt mit dem Imperator Palpatine, der seine Spezialkarte hat, aber das wäre jetzt so eine Einsackkarte, die ich nicht unbedingt brauche. Weiß ich nicht. Das ist für mich Spielerei. Vielleicht seht ihr das anders. Das ist wie gesagt meine Meinung als Imperator Spieler, aber ich würde diese Karte jetzt nicht mitnehmen. Macht für mich keinen großen Unterschied. Kommen wir direkt zur Karte Nummer 2. Wir haben einmal den festgenagelt. Nachdem eine befreundete Unterstützungs- oder schwere Einheit einen Angriff gegen eine Einheit mit einem offen ausliegenden Befehlsmarker durchgeführt hat, wird jener Marker in seinen Befehlspool zurückgemischt. Die Karte, ja, doch, kann interessant sein. Ist bestimmt interessant, ja, wenn mein Gegner irgendwas vorhat. Ich habe vielleicht die Initiative, kann als erstes angreifen oder möchte vielleicht nutzen, dass er dann später die Einheit dann direkt erwidern kann, das Feuer erwidern kann. Nein, kann er da nicht. Ja, ich schieße auf ihn und der Marker muss dann wieder in den Befehlspool zurückgemischt werden und dann muss ich natürlich Glück haben. Vielleicht habe ich auch Pech, dass er dann trotzdem zufällig den Marker dann direkt zieht. Zum Beispiel, wenn ich viele Core-Einheiten habe, mein Gegner, ja, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Core-Einheit zieht, sehr hoch. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Spezialeinheit angreife, die Wookies zum Beispiel oder auch so einen Scharfschützentrupp und er dann halt erstmal mit beschießen will, muss er erstmal dann wieder in den Befehlspool reinpacken und ich habe Zeit und kann mich dann darauf wieder vorbereiten, bis er das natürlich zieht. Ist eine Karte, kann man nehmen, ja, bevor ich die generischen Karten dann habe, wo ich einfach nur stumpf, Entschuldigung, zwei Einheiten nehmen kann, ist diese Karte schon mal gar nicht mehr so schlecht. Also auf jeden Fall besser als die Einer-Karte, die für mich, wie gesagt, keinen großen Sinn macht, aber wie gesagt, da werdet ihr eure eigenen Erfahrungen machen. Wir wollen dann einfach nur mal so euch die Karten ein bisschen vorstellen, was es so Schönes gibt. Kommen wir direkt zur Dreierkarte. Die Dreierkarte als Imperium-Spieler finde ich mega gut. Also die ist wirklich gut, denn nachdem eine befreundete Core-Einheit eine Zielmarke ausgegeben hat, darf eine andere befreundete Einheit, die sich in Reichweite 1 bis 2 befindet, ein Zielmarke erhalten. Meistens ist es so, dass als imperialer Spieler man immer so ein bisschen zusammenbleibt, man Pulp hat, ob man jetzt die Sturmtruppe mit DLT spielt oder die Schneetruppe, ist ja egal. Aber so kann ich, einer muss einen Zielmarker ausgeben und darf eine andere von der Einheit einen geben. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich stehe mit meinen zwei Einheiten hier, die schießen als erstes, geben den Zielmarker aus, kann ich der Einheit, die vielleicht 1, 2 daneben steht, einen Zielmarker geben. Brauche danach, wenn ich aktiviere, habe ich schon mal eine Aktion damit gespart. Ich bräuchte keinen Zielmarker, kann vielleicht mich bewegen nochmal irgendwie hin, meine Position verbessern und kann dann schießen und habe vielleicht sogar den Zielmarker. Finde ich, ist eine coole Karte. Kann meine drei Core-Einheiten aktivieren. Also ist auf jeden Fall das, was man nehmen kann. Also das wäre auf jeden Fall so eine Karte, die ich auf jeden Fall dazu nehmen würde. Die Zweierkarte, wenn ich jetzt nur den Imperialen Offizier spielen würde, auf jeden Fall auch. Ja, und die Einer-Karte ist für mich, wie gesagt, Spielerei. Da müsste man, wie gesagt, gucken. Da will ich auch nicht jetzt weiter näher drauf eingehen.
Da müssen wir mal gucken. Wenn ich jetzt nur den imperialen Offizier spielen würde, wäre auf jeden Fall die 2er und die 3er Karte, die ich mitnehmen würde, die 1er Karte, nur mal zum Spielerei, weil ich eh ja die mitnehmen könnte, weil ich sonst nichts habe. Sollte ich die aber mit dem Wirs zusammen spielen, weil ich sagen, komm, ich will Wirs dabei haben und ich nutze noch einen günstigen Offizier, wenn Wirs sterben sollte, dass ich trotzdem noch hier ein paar Kommandokarten habe, was Besonderes, ja, dann kann man die einfach mitnehmen. Aber ihr seht, es geht jetzt schon mal so in die Richtung, wo man jetzt wirklich so ein bisschen auch vom Taktischen her jetzt überlegen muss mit den ganzen Kommandokarten. Wann setzt man Zielmarker ein? Denke ich ja daran, dass ich das dabei habe. Mit dem festgenagelt kann ich den Marker halt wieder meinem Gegner wieder in den Pool packen. Also ich habe viel, viel Möglichkeiten jetzt auch in das Geschehen so ein bisschen einzugreifen, um ein bisschen zu ändern, dass er dann natürlich dann wieder mein Gegenüber dann überlegen muss, jetzt ist der Marker weg, denn er ist jetzt wieder in meinem Befehlspool, was kann ich damit machen? Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Deswegen, ja, eine coole Spezialistenbox. Ja, kommen wir dann mal, haben wir den Imperialoffizier, die Imperialoffizierin, wir wollen ja immer noch Offizierin, ja, auch die gab es bei den Imperialen. Mal schauen, was es noch dabei gab. Haben wir die jetzt abgefrühstückt sozusagen. Und da kommen wir einmal mal zu der FX9, der medizinischen, der Druide. Dieses schöne Modell hier, wie gesagt, ich zeige es euch gleich nochmal näher, werde auch nochmal zu den Figuren was sagen. Ja, Behandlung 1, Kapazität 2. So, da haben wir den FX9 medizinische Druide. Behandlung 1, Kapazität 2. Sprich, platziere einen Wundmarker auf diese Karte, um von einer befreundeten Truppleinheit, die kein Stellungstruppler ist, in Reichweite 1 und in Sichtlinie 1 Wundmarker zu entfernen oder einer Miniatur wiederherzustellen. Limit 2 Marker. Also Stellungstruppler, ja, es ist der, ist die, das Geschütz, was wir da haben. Das dürfte ich jetzt darauf nicht nehmen. Aber wenn ich jetzt ganz normal meine DLT-19, meine Sturmtrupp dabei, meine Schneetruppler oder meine Scharfschützentrupps, Spezialkommandos, meine Garde, könnte ich alle überall nutzen mit für. Ja, 19 Punkte finde ich persönlich sehr viel, dafür, dass ich dann 2 Wunden auf diese Karte packen kann. Meistens ist so ein Sturmtruppler, sind glaube ich 11 Punkte ist er wert, der Schneetruppler sind 12 Punkte, plus minus 1, um das jetzt habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut. Aber ja, da sind dann nochmal so 7 Punkte mehr dafür, für so eine Druide. Ich kann damit nicht schießen, es ist wirklich nur dafür da, weil der Rang ist ja Zivilist-DT hier gerade. Ja, nette Spielerei, aber so richtig würde ich den nicht nutzen, die medizinische Drohne, den medizinischen Druide. Wäre vielleicht was für die Rebellen, da kommen wir dann auch später nochmal zu den Spezialisten der Rebellen, aber für mich einfach zu teuer, um das zu nutzen. Es ist cool, aber jetzt in meiner Liste 19 Punkte, die würde ich lieber als imperialer Spieler woanders reinstecken, als diese Druide mitzunehmen, um 2 Wunden dann zu heilen. Deswegen muss man einfach mal schauen, wie ihr da einfach das macht. Dann haben wir noch den R4 Astrum Mesh Druide. Ist dieser wunderschöne kleine Mann hier. Den finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich ja schon eingehend gesagt habe, dass man als Imperium ja viele Fahrzeuge hat, denn er hat die Reparatur 1, Kapazität 2, platziere eine Wundmarke auf dieser Karte, um einem befreundeten Bodenfahrzeug in Reichweite 1 und in Sichtlinie 1 Wunden, Ionen oder Schadensmarker für Fahrzeuge zu entfernen. Limit 2 Marker. Also, ich kann Wunden entfernen, ich kann die Ionenmarker entfernen oder ich kann Schadensmarker entfernen für Fahrzeuge. Mindestens 2 Marker, 9 Punkte. Also, finde ich schon cool, ne? Wenn ich jetzt den AT-ST dabei habe und das ist meistens, wird das Fahrzeug, war es bei mir jetzt meistens so, in der 6. Runde erst wurde es erst geknackt, weil meistens die Leute nur ein DLT dabei hatten, wo sie drauf schießen konnten oder was anderes. Wenn ich jetzt Imperium gegen Imperium gespielt habe, bei Rebellen sah es manchmal anders aus. Meistens ist es da, dass er ein oder zwei AT-RT dabei hat, aber meistens haben sie die Rotationsblase dabei, also auch erstmal müssen viele, viele Würfel werfen, um überhaupt diesen Crit zu schmeißen, den ich als, ja, als Anti-ATST-Besatzung mir nützt. Und wenn ich den einfach dahin irgendwo nebenstelle, einen kleinen Trupp dabei habe, einen günstigen Sturmtruppler-Trupp, der vielleicht dann noch so ein Missionsziel nutzt, den ATST dabei habe als Flankensicherung oder sowas, für 9 Punkte, 2 Marker, also
könnte ich auf jeden Fall versuchen, dass er mir bis zur letzten Runde, also bis zum Ende des Spiels, das Ding auf jeden Fall erhalten bleibt. Und könnte sogar, wenn ich jetzt dieses Limit von, dass meine Waffe zum Beispiel beschädigt ist, das ist ja meistens das größte Problem bei den Fahrzeugen, dass dann die Waffen beschädigt werden, also nicht mal diese eine Bewegung, dass er halt, dass ich einen Würfel schmeißen muss, ob ich jetzt ein oder zwei Aktionen habe. Die eine Aktion reicht mir meistens auch so als AT-ST-Spieler. Aber wenn natürlich meine Waffe weg ist, ja, und die Hauptkanone oder auch so eine Nebenkanone, wo ich viele, viele Würfel habe, kann ich die mit diesem Astro-Mesh-Droide, kann ich wieder reparieren. Und dann werden die Karten natürlich wieder neu gemischt. Und dann guckt natürlich mein Gegenüber auch wieder, wenn er sieht, oh, jetzt habe ich, freut er sich erst. Ich habe die Waffe, wie gesagt, als Beispiel ist kaputt gemacht. Und dann kommt mein Droide an, repariert die und ja, alles wieder tutti und ich kann wieder feuern. Also es wäre auf jeden Fall so ein, der Astro-Mesh-Droide wird auf jeden Fall in meiner Liste öfters drin sein. Finde ich, wie gesagt, ganz cool gemacht. 9 Punkte, top. Also das ist wirklich mal was, wo ich dran Spaß haben werde, weil ich auch immer viele, viele ja, Fahrzeuge spiele, auch wenn ich die Speederbikes spiele. Aber Speederbikes, wie gesagt, erstens mal mit Geschwindigkeit 3, ja, sind die weg. Bodenfahrzeuge ist es ähnlich, sehe ich gerade. Also ist es eigentlich im Moment nur für den AT-ST zu gebrauchen und halt, wenn er jetzt demnächst kommt, im zweiten Halbjahr kommt ja dieser neue imperiale Panzer da raus. Da muss ich mal schauen, was da genau wird. Also, aber für den AT-ST, wunderbare Karte, top, sofort nehmen, gekauft für 9 Punkte. Nehmen wir mit. Dann haben wir den imperialen Com-Techniker, das ist dieser kleine Mann hier. Auch kann ich auch wieder einen ganz normalen Truppler-Trupp reinpacken. Kostet mich 10 Punkte. Ich habe und erhalte dann halt das, die Aufwertungskarte Kommunikation und kann eine Kommunikation-Aufwertungskarte halt an den Trupp ausrüsten. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich bei meinen Trupplern Einheiten Kommunikationskarte habe. Meistens ist es ja so, dass ich Long-Range-Konflikt habe oder auch HQ-Uplink, dass die irgendwie weit weg sind und dass ich die dann irgendwie aktivieren kann. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich die unbedingt brauche. Müsste man einfach mal testen. So, jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, 10 Punkte ist nicht viel, aber was braucht mir eine Truppleinheit mit den Com-Technikern, dass ich da irgendwie weite Befehle habe. Das, meistens sind die eh mal in Reichweite von allen. Oder ich müsste wirklich meine Trupps so aufteilen oder so verschieben, dass ich halt verschiedene Missionsziele machen will. Das wäre zum Beispiel einzige, wenn ich jetzt so eine, ja, 12 Mann, 12 Aktivierungen Liste spiele, wo ich viel, viel Infanterie habe, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich links, linke Flanke, rechte Flanke gehen muss, da 6 und hätte dann vielleicht nur meinen imperialen Offizier dabei oder halt nur Wirs und komme halt mit meiner Reichweite von 2 bis 3 halt nicht mehr hin oder auch wenn ich dann meine Kommandoreichweite, die ich auf 4 erhöhen kann, nutzen kann, komme dann auch nicht mehr hin, dann wäre es natürlich nicht schlecht. Dann kann ich ihn nutzen, ja, ne, dann kann ich die Missionsziele versuchen zu nehmen, die 3 Stück oder 5 Stück, kommt darauf an, was man dann natürlich wie eine Mission spielt, dann macht das natürlich schon Sinn. Aber da müsste ich wirklich viel, viel Infanterie spielen, dass diese imperiale Com-Techniker wirklich Sinn macht. Da müsst ihr mal schauen bei euch. Jetzt im Moment wird ja wirklich, die Listenbau wird ja jetzt immer schwerer, da wir jetzt wirklich viele, viele Optionen haben als imperiales Spieler, auch als Rebellenspieler. Am Anfang war es halt immer die Grundbox, die man gespielt hat, ein bisschen plus minus eine normale Ausrüstungskarte, halt, also dann noch eine extra Box Speederbikes oder nochmal 2 extra Schneetruppler, sowas. Aber mittlerweile haben wir ja so viel mit der Garde, mit Palpatine, mit den Scharfschützen, mit den Kommandos, da alles, was da gibt. Finde ich natürlich super, geil. Das macht das Spiel natürlich auch nochmal richtig interessant, aktiv, dass man jetzt auch wirklich bei Turnieren, ihr wisst ja, ich gehe auf viele Turniere, spiele ja viel Turniere, weil es einfach Spaß macht, auf Turnieren zu gehen, auch wenn man auf die Mütze bekommt, aber erstens, man lernt viel, man lernt coole Leute kennen und es macht auch einfach Spaß, einfach auf diese Settings, auf diese coolen Platten zu spielen, wirklich denkt man, ist jetzt gerade wirklich in diesem Star Wars Universum alles, macht mir super viel Spaß und ja, wenn ich dann natürlich jetzt viel, viel Infanterie spiele, dann sage ich ja, für 10 Punkte kann man auf jeden Fall mitnehmen. Würde ich vielleicht sogar einen zweiten Trupp Spezialistenbox mehr holen für, dass ich ja wirklich meine 2 Einheiten, die ich dann rechts oder links flankierend auf die Reise schicke, trotzdem universal einsetzen kann, vielleicht mit dem HQ-Uplink-Dings, dass ich den auch noch den Befehlsmarker geben kann, dass ich dann wirklich agieren, reagieren kann,
wenn mein Gegenüber, also mein Gegenspieler, dann andere Sachen fort und dass ich dann die zwei Einheiten nicht irgendwie, ja, aufs, wie sagt man so schön, auf Ordensreise schicke, dass die mit dicken Orden nach Hause kommen, aber halt, ja, alle tot sind. Ja, aber Hauptsache viele, viele Orden für die Familie haben, wie man so schön sagt. Da macht der schon definitiv Sinn. Müsste man einfach mal schauen. Macht auf jeden Fall Spaß, diese Box. Also wenn man so sieht jetzt vom Reden, also die Imperiale Offizierin, auf jeden Fall coole Upgrade für 50 Punkte. Der Astromech-Druide, super. Also auf jeden Fall eine Option für mich jetzt, für den AT-ST. Der Imperiale Comtechniker, ja, wie schon gesagt, wenn ich halt viel Infanterie spiele, auf die Reisen schicke, definitiv auch. Der einzige, der bis jetzt so für mich so ein bisschen unnütz ist, ist halt hier dieser medizinische Druide, wo ich halt Wunden heilen kann. Dafür ist der mir einfach für 19 Punkte einfach viel zu teuer. Also das ist so, den werde ich wahrscheinlich nie nutzen, der wird wahrscheinlich in meiner Vitrine bleiben. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wenn ich eure Listen mal sehe oder wenn ihr den spielt, wie eure Erfahrungen damit sein werden, ob der sich wirklich für 19 Punkte lohnt. Ich sage jetzt einfach mal nein, aber ich lasse mir natürlich immer eins Besseres belehren. Was natürlich auch cool war in der Box, da waren natürlich auch wieder die ganzen Ausrüstungskarten dabei. Und ich muss sagen, wir haben da eine ganz coole dabei gehabt. Also wir haben ja einmal die Kommandostärke dabei gehabt, die kennt ihr ja schon, wo ich halt einfach Befehle bis Reichweite 4 erteilen kann. Finde ich ganz cool, habe ich viel gespielt immer mit Vias. 10 Punkte war okay, ja, hat immer gerne gemacht. Dann kanntet ihr natürlich von den ganzen Kommandos schon den Aufklärungsbericht mit den Auskundschaften 1, die ihr gerade oben seht. 2 Punkte geschenkte Karte, super, top. Ja, nun habe ich zum Beispiel benutzt für meine Schneetruppler. Ja, für Schneetruppler ist die super geil, die Karte, dass ich wirklich nochmal einen Move machen kann. Auch für meine Scharfschützen kann das manchmal ganz gut sein, wenn ich halt nicht weiß, wie das Gelände ist, wenn ich auf Turnieren fahre. Vielleicht brauche ich ein Stück, muss ich nochmal mich extra bewegen, bis ich eine gute Deckung habe und bin halt nicht frei aufgestellt. Der kann hier meistens auch gut sein. Da müsst ihr einfach mal schauen. Aber die Karte, die ich richtig cool fand, ist hier diese Kommunikationsrelais. Sobald dir ein Befehl erteilt werden würde, darfst du eine befreundete Einheit in Reichweite 1 bis 2 wählen. Erteile stattdessen der gewählten Einheit einen Befehl. 5 Punkte. Mega Karte. Also ich finde erstmal 5 Punkte top. Das ist aus diesem Kommunikationspool. Kann ich nutzen. Da könnte ich sogar jetzt auch den imperialen Com-Techniker mit reinstecken, weil der hat ja, dass ich diese Kommunikationsaufwertungssymbol bekomme. Also könnte ich dieses Kommunikationsrelais nutzen. Würde dann die Core-Einheit ziehen zum Beispiel. Und habe dann vielleicht mein Speederbike, mein ATST, mein Scharfschützentrupp in Reichweite 1 bis 2 daneben. Habe den noch nicht gezogen, aber ich hätte ihn gerne gezogen. Und kann dann einfach diese Einheit wählen, was natürlich dann auch nochmal richtig cool sein kann. Vor allen Dingen, ich habe dann auch nochmal so ein bisschen Stress auf meinen Gegenüber ausgespielt. Weil er denkt natürlich auch, ich habe die Core-Einheit. Dann sage ich, Aufwertungskarte, Kommunikationsrelais. Ich darf jetzt in Reichweite 1 bis 2 diese Einheit nehmen und bin vielleicht eher dran. Würde vielleicht auch Sinn machen mit den Schneetrupplern, ja, wenn er sagt, oh, ich hab der hat nur noch einen Flammenwerfer da. Gut, da hat er nicht gezogen. Gut, das war jetzt natürlich ein böses Beispiel, weil ich gesagt habe, ich habe eine Core-Einheit gezogen. Ne? Ja, dann nutze ich natürlich nicht die. Aber das hat schon was, ne? Auch wenn man viel Fahrzeuge spielt oder auch so eine Infanterieliste. Man hat meistens ja 4 bis 5 Core-Einheiten drin, 2 Special Forces. Und dann 2 bis 3 Fahrzeuge drin. Und das meiste, was man natürlich sieht, ist immer diese Core-Einheiten, die man dann einfach hat. Und mit diesen Kommunikationsrelais bin ich wirklich nochmal ein bisschen flexibler, dass, wenn ich jetzt wirklich eine Core-Einheit ziehen will und eigentlich das Fahrzeug ziehen wollte oder was anderes, dass ich dann wirklich dann das Fahrzeug nutzen kann und dann nochmal mir einen kleinen Vorteil machen kann. Also diese Karte, denke ich mir, wird mir viel Freude machen. Werde ich auf jeden Fall auch mal nutzen. 5 Punkte finde ich nicht viel. Und da kann man auf jeden Fall was machen. Also, wie gesagt, ja, interessant, die Box der Spezialisten. Hat auf jeden Fall was. Ich möchte aber jetzt auch nochmal zu den Minis kommen, dass ihr die Miniaturen einfach mal seht. Und ja, bleibt einfach dran und dann werden wir die Miniaturen nochmal haben. Ja, hier haben wir nochmal die 4. Ja, hier haben wir nochmal die 4 Miniaturen. Hier seht ihr mal. Hier haben wir die imperiale Offizierin. Dass ihr einmal die seht.
das, was ich euch am Anfang gesagt habe. Am Anfang war ich sehr, sehr begeistert von den Miniaturen. Mittlerweile, so von den Sets nach und nach, finde ich die nicht mehr so toll. Also sind immer noch toll, aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch hattet, wie eure Erfahrungen da sind. Ich finde, das mit dem Kleben wird immer schlimmer, irgendwie, weil die Teile teilweise nicht mehr passen und es passt auch nicht mehr so wunderschön rein. Wo ich am Anfang gesagt habe, es, Fantasy Flight Games macht wirklich coole Figuren. Das passt alles, das macht mir Spaß, sie zusammenzubauen, aber mittlerweile finde ich die Qualität, lässt sie ein bisschen nach. Wir haben dann hier unseren Astro-Mesh-Troine, also der auch definitiv in meiner Liste sein wird. Ja, richtig coole Druide, aber auch hier so ein bisschen Details. Es ist noch okay, ich sage ja, das ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau, aber ich finde, die Dings war einfach mal ein bisschen besser. Ja, dann haben wir hier die medizinische Druide, den ihr so nie bei mir sehen wird, weil, wie ihr schon seht, 19 Punkte ist mir einfach zu teuer. Das sind auch insgesamt 4 Teile gewesen. Ihr habt das hier, hier das Mittelding, der Arm hier und dann dieser kleine Topf, Kopf, der war da dran. Ja, der war am einfachsten zusammenzubauen. Das ist einfach nur Zusammengestecke. Und das passt dann auch. Und dann haben wir dann noch den imperialen Comtechniker, der auch interessant wird. Aber hier sieht man schon, wenn man hier den Arm sieht, hat man so einen kleinen Spalt. Ja, der hat nicht sogar wirklich richtig gepasst, hat der hier. Seht ihr das hier, dieser Spalt? Ja, entweder hat er dann hier am Arm nicht gepasst, ne, oder halt der wollte nicht in das Loch reingehen. Also es hat mich da wirklich ein bisschen genervt, weil sonst waren die Miniaturen, die ich hatte, wirklich reinstecken, kleben, es hat alles gehalten. Aber das jetzt mittlerweile war wirklich Fummelarbeit. Das fand ich auch bei den letzten Erweiterungen schon bei der Garde, wo viel, viel verbogen war bei mir. Und ja, bei den Wookies ging es noch, wenn ich auf Imperialen, auf bei den Rebellen jetzt gucke, von den Minis. Aber vielleicht ist es auch dafür, dass die jetzt mittlerweile zu schnell Sachen rausbringen. Am Anfang hatte man da so ein bisschen, ja, einfach drauf geachtet, ne, weil es das erste Grundspiel war. Aber mittlerweile, finde ich, lässt die Qualität der Figuren ein wenig nach. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Vielleicht sagt ihr dazu was anderes. Aber dann seht ihr einfach mal die Miniaturen. Die werden jetzt, ja, die Woche werden die bemalt. Da sehe ich dann auf jeden Fall am 9.2. ist das nächste Turnier, wo wir sind. Da fahren wir nach Bremen mit 5 Leuten. Und da wird bestimmt die eine oder andere Figur dann, ja, zu Einsatz kommen. Das sollen die Figuren. Dann sage ich mal bis gleich und dann machen wir mal das Abschlusswort. Ja, das war unser neues Format, also altes Format, neues Design von Einheiten und der Lupe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich habe euch, ja, so das Wichtigste erzählt. Ich möchte gar nicht so viel da auf, was man da noch hätte aufrüsten können. Ich denke mal, wenn man einfach mal so eine Box dann zeigt, es reicht dann auch auf und zu. Die Jungs von No Pain No Game machen das gleich hier auch. Die gehen da sehr detailliert bei der Sache ran, was ich auch ganz cool finde. Ich will wirklich nur mal so einen groben Überblick verschaffen, was macht Sinn, was ist meine Erfahrung, was würde ich selber nutzen, und so einen richtigen Überblick müsst ihr euch dann selber damit beschaffen, was ihr gerne spielen wollt. Aber so erstmal für den ersten Eindruck, was halt die Spezialisten der Spezialisten können. Ich freue mich natürlich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr das so nutzen wollt, wie ihr die Spezialisten spielt, was ihr damit vorhabt, ob ihr vielleicht doch den medizinischen Druiden nutzen wollt, um halt Wunden zu heilen. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr den dann einbaut wollt, für warum ihr den einbaut, weil das ist wirklich so für mich, ich habe es jetzt schon 1000 Mal gesagt, ich werde es auch wiederholen, aber wirklich so eine Figur ist für 19 Punkte, nee, da nehme ich lieber was anderes, als ich den Druiden dafür 19 Punkte mit reinbaue. Der wird vielleicht irgendwann mal bei meinem irgendein Battle Report wird er bestimmt mal reinkommen, dass ich dann noch mehr über den meckern kann, wenn er die 19 Punkte nicht wert war. Aber ja, dann werden wir den einfach mal schauen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder demnächst. Und ja, schaltet ein, bleibt auf meinem Kanal, Daumen hoch. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir sehen uns. Schönen Abend euch noch. Ciao. Ach ja, und solltet ihr immer vergessen, meine Tochter sagt das immer im Hintergrund, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann seht ihr immer meine neuesten Videos. Also, Glocke aktivieren, Daumen hoch und ihr seid immer dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Samstag noch, schönes Wochenende. Ja, ciao. Tschüss.